Eines Tages dachte Tom an ein leckeres Erdbeermarmeladebrot mit Honig. Er machte einen Spaziergang, aber das Erdbeermarmeladebrot mit Honig wollte ihm nicht mehr aus dem Kopf gehen. Da traf er seinen Freund, den Müller. Sag mal, Müller, hast du vielleicht ein Erdbeermarmeladebrot mit Honig für mich? Nein, nicht eins. Ganz viele Erdbeermarmeladebrote mit Honig habe ich. Du hast doch sicher ein paar nette Freunde, mit denen du sie teilen kannst. Tom hielt das für eine wunderbare Idee. Er verabschiedete sich vom Müller und machte sich auf den Weg. Am Gulli auf der Blumenwiese wurde Tom hungrig. Guten Tag, guten Tag. Gut, dass du mich triffst. Ich komme dir zur Hilfe und gehe dir zur Hand. Als netter Mann bin ich bekannt. Wie der nette Mann bin ich, nur noch viel netter. Der nette Bruder, dein Freund und Retter. Wir sind gute Freunde. Nichts kann uns trennen. Doch jetzt müssen wir weg. War schön, dich zu kennen. Ich bin hilfreich und gut. Auf mich vertrau. Ein jeder kennt mich als nette Frau. Das sind meine Kleinen. Der nette Sohn. Und die nette Tochter. Gell? Die kennst du schon. Jetzt sind wir so nett, dich nicht mehr zu stören. Auf Wiedersehen und auf Wiederhören. Ich bin die nette Tante, die Altbekannte. Ich der nette Neffe, der Sohn der Tante. Ich die nette Nichte, nicht dick und nicht mager. Und ich der besonders nette Schwippschwager. Pass auf dich auf, das sagen wir dir. Schließlich sind nicht alle so nett wie wir. Was bin ich für eine reizende Dame? Die nette Oma ist mein Name. Doch besser sollte ich hungrige Oma heißen. Denn ich hab ja überhaupt nichts zu beißen. Ach, fast hätte ich es vergessen. Der nette Opa muss doch auch was essen. Na, Tom, so hast du dir das wohl nicht vorgestellt. Dann geh doch mal da runter und sieh nach. Ich als netter Mann hab mir das Brot stibitzt. Komisch, dass es bei mir dem netten Bruder sitzt. So eine nette Nichte bin ich, dass ich es kriege. Wer die Tante nicht für nett hält, erzählt eine Lüge. Erst beim Schiffschwager wird es so richtig nett. Jeder will doch, dass es die nette Oma hätt. Ich nehm's ja nur für meine netten Kinder. Aber der nette Opa ist der edelste Finder. Wären wir grün, wären wir vielleicht Petersilie. Doch so sind wir einfach die nette Familie. Und du, wer bist du? Ich, den netten Tom darfst du mich nennen. Ich kann dich von deinem Brot hier trennen. Oh. Ist man ein Opa so nett wie ich, braucht man schon ein Brot allein für sich. Aber nett bist andererseits auch du. Drum komm und nimm die letzte Hälfte, netter Tom. Jo! Hurra! Ein Erdbeermarmeladebrot mit Honig. Vielen Dank. Und so hatte Tom schließlich ein halbes Erdbeermarmeladebrot mit Honig. Und das schmeckte ihm so gut, als wäre es ein ganzes gewesen. Er verbrachte noch den ganzen Tag bei der netten Familie und war wunschlos glücklich.